Hi, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Stable. Ja, ich habe gedacht, wir machen nochmal im Goldblattstall weiter, war ja noch ein bisschen, was zu tun. Jetzt hat ein Teilnehmer alle seine Hufeisen während des Wettbewerbs verloren. Kannst du dir das vorstellen? Alle vier Hufeisen in einem Wettbewerb. Ich muss mal mit ihrem Hufschmied sprechen, denn das kann ja nicht sein. Kannst du nicht um die Insel reiten und nach den verlorenen Hufeisen suchen? Die anderen suchen schon im Wald. Das arme Pferd. Ich glaube, das ist fürs Pferd nicht besonders angenehm, wenn das ein Hufeisen abfällt. Dann auch noch alle. Ich muss das Zeug hier mitnehmen. Ich brauche noch diese Trailblazer-Punkte. Es war nicht leicht, sie im Sand zu finden. Naja, immerhin hast du sie alle gefunden. Hallo Saga, siehst du das schöne Pferd dort? Das muss zu Hermann beim Jorvik-Stall. Und ich bräuchte deswegen deine Hilfe. Captain Bruce kommt dort auf seinen Seereisen vorbei und hat deswegen versprochen, das Pferd dort abzuliefern. Aber wir müssen das Pferd dafür zu ihm bekommen. Captain Bruce steht bei der langen Brücke. Es ist also nicht weit. Bleib nah beim Pferd und zeig ihm den Weg. Dann sollte es keine Probleme geben. Das Pferd, das du führen sollst, steht da drüben bei der Mauer. War da früher mal eine Mauer? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Hier kommt die Reiterin mit dem alten Pferd, das auf das Schiff zum Jorvik-Stall soll. Hätte ich es nur aufs Meer geschafft, dann würde Hermann sein Pferd wiedersehen. Bevor ich mich in die Wellen stürzen kann, brauche ich Hilfe von einem stolzen Ritter, wie du es bist. Wenn wir fertig zur Abfahrt sind, bekommst du ein schönes Geschenk für dein Pferd. Meine Matrosen scheinen abhanden gekommen sein. Sie haben sich im Dorf versteckt und ich kann die Baupunkte nicht einsammeln gehen. Es ist komisch, weil sie sonst sehr treu sind. Versuche sie zu finden und erzähle ihnen, dass wir bald ablegen müssen. Es sind 5 Stück und sie halten sich an den Stegen auf. Komm dann zu mir zurück und sag, was los ist. Nein. Ich will doch die Flasche haben. Ich hab's halt irgendwie mit nicht da langlaufen, wo ich langlaufen will. Ich hoffe auch, man hört meinen Ventilator nicht. Wenn doch, dann tut es mir sehr ganz so leid.
Du hast alle fünf Matrosen gefunden und alle sagen, dass sie fertig sind. Das ist gut. Ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann. Ich werde ihnen eine Standpauke halten, sodass sie sich in Zukunft nicht mehr so viel Zeit lassen. Auf meinem Schiff ist die Flagge gehisst. Wir haben jetzt ein paar andere Probleme. Bevor ich die Anker lichten kann, um loszufahren, muss die Ware für den Jorvik-Stall an Bord sein. Es war fertig, aber ich muss Bürgermeister Klaus, der alte Krabbenfuß, natürlich noch etwas nachladen. Sprich mit dem alten Krakenbein und frag ihn, was er noch aufladen will. Beeil dich. Der Wind steht gerade gut, deswegen will ich nicht mehr so lange warten. Hallo Saga, das stimmt. Ich habe eine wertvolle Porzellansammlung, die sich schon seit Generationen im Besitz meiner Familie befindet. Es ist so zerbrechlich, dass ich mir noch nicht getraut habe, es Captain Bruce zu transportieren. Vorsicht, Saga, Vorsicht. Das Paket enthält Porzellan, das sich schon seit Ewigkeiten im Besitz meiner Familie befindet. Ich benutze es nie. Deswegen soll meine Schwester es bekommen. Ich wollte diesen Schatz noch niemandem anvertrauen. Deswegen ist es noch nicht beim Schiff. Du bist vorsichtig und eine geschickte Reiterin, Saga. Reite behutsam mit dem Paket zu Captain Bruce. Aber bitte sei super vorsichtig. Ahoi, das hat aber gedauert, Saga. Zerbrechliches Porzellan. Dann verstehe ich, warum du langsamer reitest als ein Segelbund bei viel Gegenwind. Also, runter in den Laderaum damit. Klirr, krasch, brack. Okay, der hat sehr gut darauf aufgepasst. So, das war's. Jetzt sind wir fast fertig zum Ablegen. Oh. Aber jetzt fehlt nur noch mein Steuermann. Ich werde langsam ungeduldig. Jedes Mal sage ich ihm, wie er um den Leuchtturm des Schifferdorfs herumschlich und was er dort wollte, weiß kein Seeschwein. Saga, reite dein stolzes Pferd dorthin und sage ihm, dass er schneller als der Wind sein soll, bevor ich ihn zum Sinken bringe. Hallo, Captain Bruce sucht nach mir. Ja, also es sind ein paar Komplikationen aufgetreten. Wir können noch nicht ablegen. Aber ich habe mich jetzt noch nicht getraut, es dem Captain zu sagen. Ich habe die Seekarte und den Kompass verloren, als ich oben im Leuchtturm war. Der Wind hat die Sachen weggeblasen, weißt du? Ja, also der Wind hat die Seekarte aus meiner Hand gerissen und sie aufs Meer geweht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Du glaubst, dass du den Bürgermeister nach einer Ersatzkarte fragen kannst? Das wäre aber nett von dir. Bitte, ich möchte nicht versenkt werden. Also, wo ich das jetzt gerade sehe, bin ich mir 100% sicher. Wir befinden uns gerade in einer Must-Have-Pre-Quest für das Baroness-Championat, soweit ich weiß. Solltet ihr eventuell machen, wenn ihr das Championat freischalten wollt. Hallo Saga, natürlich kann ich dir eine Seekarte geben. Du, Captain Brust und seine Besatzung sind Freunde unserer Stadt. Also helft mir gerne. Nein, weißt du was, Saga? Meine Seekarten sind weg. Wer kann sie genommen haben? Sie könnten im Zusammenhang mit dem Schlüssel verschwunden sein. Du glaubst, du weißt, wer sie gestohlen hat? Die beiden schon wieder.
Die Höhle ist leer. Nur ein handgeschriebener Zettel liegt beim Eingang. Die Schmuggler sind gerade zurückgekommen. Nein, aber was haben wir denn hier? Sage es zurück. Was will sie wohl diesmal? Du suchst also nach Klaus Seekarte? Ja, das stimmt. Wir haben sie genommen, als wir den Schlüssel geklaut haben. Als wir uns aber bei der Labyrinthküste versteckt haben, kam ein starker Wind und hat sie weggepustet. Ich habe gesehen, dass der Wind die Karten immer noch in seiner Gewalt hat. Sie werden hin und her geweht. Sie befinden sich bei der kleinen Insel an der Labyrinthküste. Sie sind aber schwer zu fangen. Wir konnten sie nicht einfangen. Aber du auf deinem Pferd hast vielleicht mehr Glück. Wenn du es schaffst, kannst du sie gern behalten. Oh, die habe ich so gekriegt. Sehr schön. Danke, Saga, du hast mir einen sehr großen Gefallen getan. Aber natürlich, du kannst auf jeden Fall eine Seekarte für den Steuermann kriegen. Es ist wichtig, dass sie so schnell wie möglich losfahren können, sodass meine Schwester das Porzellan bekommt. Bitte. Seekarte? Wie hast du das hinbekommen, Saga? Jetzt können wir auf unserem Weg zurechtfinden. Danke, danke, danke. Ja. Der Kompass lag auf der Seekarte, als der Wind sie zum Meer hinausgeblasen hat. Der Kompass muss also heruntergefallen sein und hier irgendwo gelandet sein. Ich habe überall gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Was sagst du? Er ist vielleicht noch weitergefallen. Oh, ich hoffe, dass er nicht kaputt gegangen ist. Danke, du bist mein Held. Und der Kompass ist fast heile. Er muss weich im Sand gelandet sein. Danke. Juhu, danke für deine Hilfe mit der Seekarte und dem Kompass. Jetzt traue ich mich aufs Schiff zurückzukehren. Kannst du Captain Bruce sagen, dass wir fertig zum Ablegen sind? Ich bin mir sicher, dass du die versprochene Belohnung für dein Pferd bekommst.
Ah, endlich können wir losfahren. Sobald man an Land kommt, tauchen Probleme auf. Das Leben auf hoher See ist einfacher. Aber jetzt sind wir fertig zum Ablegen. Und du bekommst endlich dein Geschenk. Aber was sehen meine Augen da? Was? Sägt man Holzmann ab? Ist das ein Schiffbohrwurm auf meinem tollen Mast? Verdammte Seerose, jetzt können wir doch nicht reisen. Ah, nun muss ich noch länger auf dieser verdammten Insel schmachten. Mach's gut, Saga. Du hast mir toll geholfen. Aber jetzt muss ich einen neuen Mast bestellen, bevor wir wieder seetauglich sind. Hier hast du das Geschenk, das ich dir versprochen habe. Wir haben dieses Zaumzeug hier bekommen. Das finde ich echt ganz hübsch. Also zumindest finde ich das früher richtig toll. Ich habe es auch früher ziemlich oft dran gehabt. Mittlerweile gibt es halt um einiges coolere Zaumstücke, zum Beispiel dieses Bosal. Oder generell Bosalz und Knotenhalfter. Das gefällt mir halt um einiges besser. Ja. Ups. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal weiter. Da ist Karin. Wir brauchen Kürbisse, Saga. Früher hatte der Stall immer goldgelbe Kürbiskuchen auf all seinen Festen. Und diese Tradition soll beibehalten werden. Da Jasper ja wieder Kürbisse am Wort, kannst du ihn vielleicht fragen, ob er mir ein paar verkauft. Hallo Saga, natürlich kann Karin eine Ladung Kürbisse bekommen. Ich schenke sie ihr, wenn du die Kürbisse erntest. Einige sind reif geworden, seit du das letzte Mal hier warst. Ernte 6 schöne Kürbisse hier auf dem Feld und bringe sie dann zu Karin beim Goldblattstall. Viel Glück, Saga. Die Kürbisse sind heute perfekt. Es werden also super Kuchen. Was für schöne Kürbisse. Ich lege sie so lange hier hin. Nett von Jasper, sie einfach so zu verschenken. Jasper scheint ein wahnsinnig netter Kerl zu sein. Ja, und das war's dann mit dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.